Ja, die haben sich gerade einen Witz erzählt auf jeden Fall und lachen. Ich würde sagen, das Pferd wehrt. Eine Warnung vielleicht auch ausstoßen, weil die so ein bisschen die Zähne zeigen. Ich bin kein Pferd und weiß da keine Antwort drauf. Die sind vielleicht auch kurz vorm Niesen gerade. Kann das sein? So. Ach, das ist das, weil das Gebiss sieht echt komisch aus. Keine Antwort im Mund halten. Ich vermute, dass die irgendwas sehen, aber ich habe sonst keine Idee, muss ich sagen. Dafür Doch, bin ich auch kein Pferd. Ich habe eine Idee. Die sehen mich irgendwo und sind sehr freudig, glaube ich. Soll ich auflösen? Ja, gerne. Die Lösung ist, die Pferde flämen. Das bedeutet, die sind geil auf ihre Stuten. Ach was. Oh. Ich habe hier eine rote Schleife. Wofür benutzt man die denn bei einem Pferd? Als Preis vielleicht? Ist das diese Siegerplakette irgendwo hier, oder? So da so würde ich die hinpacken. Das trägt man im Schweif des Pferdes. Am Schweif. Ja, dann glauben wir das erstmal auf jeden Fall. Vielleicht mögen Hengste rot? Keine Ahnung. Was schön aussieht. Naja, ich habe ja auch ein Haargummi, ne? Ja, deshalb. Vielleicht, um den etwas zusammenzuhalten, den Schweif. Aber eine andere Idee hätte ich nicht. Und damit die Reiter wissen, das Pferd, dem komme ich mal nicht zu nahe, kriegen die eine Schleife in den Schweif. Tatsächlich. Ah, okay. Ich möchte gerne, dass du mir zu Hause eine Schleife bindest, die werde ich dann tragen. So lange haben wir gewartet, ne? So viele Jahre, und jetzt darfst du mich an der Leine führen. Es gibt einen sogenannten Pferdeknoten. Wenn sie den jetzt ausprobieren müsste, wie würde das dann bei ihrer Frau aussehen? Darf ich das sagen, wie das bei meiner Frau aussieht? Bescheiden. Ich hätte liebend gern was anderes gesagt, aber ich bleibe bei bescheiden. Sie, wollen Sie mal ausprobieren, wie ein Pferdeknoten aussieht? Das ist ja noch nicht der fertige Pferdeknoten. Nee, ich habe gar keine Vorstellung. Also kann ich auch gar nicht sagen, wie das aussehen würde. Aber ich würde meine Frau so verknoten, dass sie sich halt nicht mehr bewegen kann. Weil das wird ab und zu, oder ist ab und zu mal ganz richtig. Sie so sehen so? Meine Frau schon dabei. So, ich habe dich jetzt entsprechend verknotet und ich habe eine Bitte. Können Sie sie mal für eine halbe Stunde festhalten? Ich gehe ein bisschen spazieren.